für den kurzen Weg brauche ich dann eh nichts. Willkommen zurück, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Legend of Zelda Link's Awakening. Nein. Ocarina of Time natürlich. Nee. Super Mario Maker. Kennst du doch. Na klar, schau ihn dir an. Schau ihn dir an. Es gibt in diesem Spiel auch einen Level-Editor. Als Nebenquest. Ja, darauf kommen wir uns freuen. Da kommen wieder unsere krassen Mario Maker Skills. Na klar. Mir fällt gerade ein, dass wir immer noch nicht so das erste Level hochgeladen haben. Also ich noch nicht gemacht habe. Das werde ich am Wochenende nachholen. Also ihr werdet es schon längst gesehen haben dann. Lul. Ja, echt jetzt. Wie soll man das besiegen? Autsch. Du hochrennen. Wie soll man das besiegen? Indem man es besiegt. Uff. Einfach Mob Dens mit B oder mit P? Mit B. So, ja, das ist ein Mob Dens. Die mobben dich. Ja, hast du recht. Ja. 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 Du kannst auch sehr schön, wie gesagt, Zelda imitieren. Link imitieren, haben wir es im letzten Part festgestellt. Ja. Bist du jetzt halt auch noch sehr stolz drauf, ne? Ja, na klar, bin ich stolz drauf. Ich kann nicht hier. Vielleicht? Keine Ahnung. Oh, ich hab's verstanden. Krass. Ich bin krass, gell? Ich bin. Ja. Schau mal. Du bist sehr krass. Ehre. Hast du wieder eine Energie, diese innere Energie. Energy. Uff, und was ist das? Energy Hit Music. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel zum Sieg. Ein Schlüssel zur Wahrheit. Statue sagt, es ist. Als ob ich keinen Schnabel mehr habe. Na, das ist kritisch, da musst du erst mal wieder ins Nabel holen gehen. Was ist denn das denn da unten? XD. Etwas, was ein Nabel hat. Nein. Das ist mal ein interessantes Ding. Was das Ganze mobbt, ne? Du hast noch ein Herz, pass auf. Jetzt hast du zwei Herzen. Nicht weiß. Sag mal, du musst irgendwie schaffen, das Ding umzudingsen. Mit Pfeil und Bogen vielleicht. Pfeil und Bogen? Vielleicht? Die wirst du vielleicht irgendwann mal bekommen. Diese Zeigers machen ein bisschen das nach, was du machst. Aber nur ein kleines bisschen. Ja. Alter, diese Geräusche, Linke macht. Ja. Okay, für den Moment. Im Moment. Ah! Uff. Und da mal wieder einen Schlüssel erhalten. Also ich glaube nicht, dass es ein Glitch ist. Also ich glaube, das ist schon so extra gemacht. Ja, ich glaube es auch. Yes. Da muss man ein bisschen seinen Kopf anstrengen dafür. Aha. Da ist eine Tür, ne? Aber das siehst du ja. Mm-hmm.
tut mir Schaden. Natürlich tut dir das Hi-Guy Schaden. Der ist schon immer ein Gegner gewesen. Das ist sehr zielführend. Nicht. Was soll man hier machen? Keine Ahnung. Ich habe hier noch einen anderen Schlüssel. Schneller. Ich habe eh nur noch einen. Ja, Zelda, waren wir alle erst gehypt drauf. Ich habe ja auch mein tolles, sensationelles... Tod durch Fledermaus! Ich flipp aus mit diesem kleinen... Zelt doch, ich wollte hier gerade dieses krasse Mausquartier zeigen. Hat doch was. Sieht doch geil aus, ne? Tod durch Fledermaus. Schlimmste, was man in diesem Spiel machen kann. Ja, dich nerven die Fledermäuse ein bisschen, ne? Kann das sein? So ein die Fledermäuse kleines sind bisschen. Jetzt. Ich will das wieder. Warte. Jetzt habe ich. Ich habe es schon verstanden, wie das geht. Ha! Dachtest du! Ich glaube, das sollte ich vielleicht echt so behalten in diesem Dungeon, einfach so. Du versuchst rauszuspringen, du stirbst. Joa, das ist normal. Ich zeig dir gleich mal was. Ist mir egal, ich geh durch. So, jetzt lachst du weniger. Ha? Wenn ich auf die richtige Seite bin, dann lachst du weniger. Verpiss dich, du Schwein. Jetzt habe ich wenigstens den Schnabel wieder. Halt den Schnabel. Schau mal, den Next bekommst du für unsere Videos hier so eine so eine Cap, auf der dein Gamercode draufsteht. Die Design ist. Krass, ne? Dann haben wir unsere eigene Cap. Das ist krass, ne? Cool. Ich glaube, du bist gerade noch nicht so begeistert davon, ne? Doch. Aber die werde ich eben nicht in der Öffentlichkeit tragen. Nein, aber halt für unsere Videos, Mann. Ja, für Videos schon. Senke die Bodenplatte. Ich erwarte, dass es in der Öffentlichkeit trägt. Aber wenn wir irgendwo unterwegs sind, beim Event oder so, dann... Echt, jetzt das war dein Hinweis? Du bist so schlimm. Stimmt, da konnte man durch. Krass. Uff. Du. Ein kleiner Schlüssel. Das sind die Shy Guys von vorher. Ciao. Entschuldigung, aber ihr seid gerade nicht sehr nett. Ich finde euch süß, aber ihr seid nicht nett. Wie wolltest du die hier finden? Die finde ich krass. Die Cap? Die finde ich krass. Findest du, das würde so cool aussehen einigermaßen? Ja, ich so finde es krass. Nice. So geht noch größer. So läuft der Hase. Okay. Verstanden. Uff, ist es toll. Uff! Wenn das Motiv auf dem Boden gleich ist, wird sich ein neuer Weg auftun. Okay.
Also, dumm bin ich nicht. Das hätte ich auch allein gelöst. Die Eule denkt, ja, wir werden zu blöd dafür, für dieses Spiel. Ja, hat sie irgendwie irgendwo auch Rest? Ja, manchmal gibt es ja schon so ein paar Leute, die die IQ-0 haben. So wie Chan. Ja, der Arme. Ich heiße nämlich Chana, aber... Deswegen ja, kann es nicht ich sein. Aber ich heiße gar nicht in der Nähe. Das Ding verfickt dich gleich nochmal, ne? Ist mir egal. Ciao. Uff, und da ist wieder ein Boss. Krack, krack, krack. Das ist ein Miniboss. Ja. Nein! Du Kla... Das... Oh nein. Mann, der ist Age schon. Ja, das ist schon ein Age-Boss. Das ist ein richtiger Age-Boss. Ein AIDS-Boss? Ja, zum Glück hast du in der First Try wieder gemetzelt. Ja, das war echt knapp. Ja. Die Fledermaus tut auch richtig weh, einfach. Ja, das langohrige Kreatur, zuletzt den Schädelritter. Okay. Danke. Ehre. Okay, Labyrinthkarte. Das kann immer praktisch sein, wartet. Also, hier habe ich alles gemacht, dort gibt es einen Weg und das ist noch alles. Okay, da gab es natürlich so einen Chest, aber den konnte man eben nicht öffnen. Uff. Keine Ahnung. Vielleicht weiß man irgendwann dann noch später, wie man das macht. Nee, war nicht. Hier gibt es auf jeden Fall einen Koffer. Ein... Wunderschön. Koffer ist always good. Ich flipp immer aus, ich drück immer auf X. Okay. Für den Moment. Also für den Moment. Also. Vielleicht dort? Echt jetzt? Echt jetzt? Ich flipp aus. Bin gerade leicht hart angepisst. Man tut es leicht hart merken.
Ganze uff. Autsch. Das Aua. Ist echt uff. Warte, war ich da unten? Ne, ich glaube nicht. Doch, da war ich unten. Da war man noch. Das war Aua. Ich glaube, aber Pfeil und Bogen gibt's echt nicht hier. So. Da ist noch nicht. Oh nein, du tust doch keinen Arsch auf deinen Flügel. Achso, das. Das geht's dorthin, achso. Achso. Dann dort. Ich weiß aber nicht, wie man hochgeht. Dort und da gibt's einfach. Warte, dann muss es da irgendwo dort sein. Mann, ich flipp aus mit diesen scheiß Fledermäusen. Einfach umnieten. Ich bin so angepisst wegen den Fledermäusen. Umnieten, dann sind die weg. Schau mal. Und dann, wenn, dann sterben die so weit. Bin gerade ein bisschen angepisst. Mhm. Erst die langohrige Kreatur, eine langohrige Kreatur, die Fledermaus. Zuletzt den Schädelritter. Das heißt Skelett. Hast du gut übersetzt? Ja, so würde ich das Ding hier. Aber wo gibt's hier bitte ein Skelett? Wo Skelett? Ich sehe doch kein Skelett hier. Es gibt doch echt kein Skelett. Hm. Hm. Das nervt mich. Ich bin dezent hart angepisst. Ja, geh wieder in die Facecam, das hilft. So. Okay, ganz nah am Gamer Coach. Ja. Also, Skelette gab es. Das ist die Frage, wo ist das Skelett? Und das finden wir im nächsten Part. Haut's rein, bis dann. Ciao! Ciao!